Bevor ich krank war, habe ich einiges gemacht in der Welt. Da habe ich meine Zeit gut genutzt, würde ich sagen. Ein großer Traum von mir war, Karatemeister zu werden. Ich hatte so viele schöne Pläne, die ich mit meinem Leben vorhatte und so. Und jetzt bin ich so eingeschränkt und so, kann nur begrenzt am Leben teilnehmen. So. Ich würde gern wissen, warum. Also ich würde Schizophrenie, so wie ich es erlebe, beschreiben, vor allem Stimmen hören. Ich glaube, dass die Stimmen meinen privaten Raum einnehmen und so. Und dass die mich nicht Lukas sein lassen. Dass ich die Stimmen gar nicht mehr höre, das, die Hoffnung habe ich aufgegeben. Ich werde die wahrscheinlich immer hören. Aber dass ich wieder einen Weg vor mir sehe. Wieder einen Weg, den ich gerne beschreiten will. Und Zuversicht entwickeln werde.